glaube nicht an Geister, ich glaube nicht an Spuk, an keine Hexenmeister und ähnlichen Betrug. Ich glaub nicht an Gespenster, denn ich bin Realist. Ich glaube nur an das, was materiell zu fassen ist. Die Angst vor allem anderen, die kann ich nicht verstehen. Und wenn mir mal das Gruseln kommt, dann kommt's mir aus Versehen. Ich sitze am Computer und schreibe einen Text. Das wird bestimmt kein guter, denn ich fühle mich wie verhext. Ich höre etwas knurren und dreh mich langsam um. Ein großer schwarzer Pudel schleicht in meinem Zimmer rum. Diesen Pudel kenn ich doch, mir graust. Ist er es wirklich, aber ich bin auch nicht Faust. Nein! Ich glaube nicht an Geister, ich glaube nicht an Spuk. Der Pudel da, wie heißt er gleich, ist nichts als ein Betrug. Das kann nur eine Fata Morgana sein, indes der Pudel sagt vernehmlich: Gestatten, Mephistopheles, dass du dich vor mir fürchtest, das kann ich gut verstehen. Denn wenn ich mal was Gutes tu, dann tu ich's aus Versehen. Ich drehe mich zum Fenster und zwing mich zur Vernunft. Das kann nicht sein, Gespenster in meiner Unterkunft. Da plötzlich steht ein Mädchen mitten in der Tür. Ich glaube, sie heißt Gretchen und sagt zu mir, mir graut vor dir. Nein, ruf ich verzweifelt, nein, das muss eine Verwechslung sein, nein. Ich glaube nicht an Geister, doch nützt mir das nicht viel. Der Pudel ist der Meister in diesem bösen Spiel. Jetzt knirscht er mit den Zähnen und rüstet sich zum Kampf. Dem Gretchen fließen Tränen, das Zimmer ist voll Schwefeldampf. Und ich bin mittendrin in diesem Horror-Thriller. Das muss eine Verwechslung sein. Helfen Sie mir, Herr Schiller! Mmh.